Hallo Freunde, ja, da sind wir wieder, eine neue Folge Devil May Cry. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jo, in der letzten Folge haben wir ja den Dämonentrieb ein bisschen kennengelernt. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Mission 10, üble Nachrichten. Ich eigne mich nicht mehr für Gewalt. Ich kann nicht fortfahren. Danke, Phineas. Es war kein wirklicher Gefallen. Ich will, dass Mundus vernichtet wird. Und jetzt glaube ich, dass du eine Chance hast. Was hat deine Meinung geändert? Du hattest recht. Du bist nicht nur wie dein Vater. Ich sehe auch deine Mutter in dir. Wenn du Mundus hart treffen willst, gibt es Folgendes. Nun, Mundus hat nahezu endlose Macht. Doch er hat eine Schwachstelle. Er hat eine Schwachstelle? Ja. Sein Weib, Lilith. Seine Schwäche ist seine Liebe für sie? Mundus. Liebe? Ganz sicher nicht. Dennoch ist sie für ihn vor kurzem zum wichtigsten Wesen der Welt geworden. Ich habe es gesehen. Lilith, sein Weib, wird sein Kind gebären. Seinen Erben. Du willst Mundus verletzen. Töte Lilith. Töte das Kind. Nichts wird ihm mehr wehtun. Doch sei gewarnt, Mundus Wut kennt keine Grenzen. Tausende könnten dabei sterben. Gute Jagd, Meister. Jo. Habe ich eigentlich schon erwähnt, dass ich Angst habe? Was ist das denn? Hä? Ist es ein Grafikfehler oder was soll das sein? Das ist doch nicht so, oder? Was ist das? Oh, Tante. Mach keinen Scheiß. Endlich habe ich deine Aufmerksamkeit. Na genau, endlich. Oh, oh. Oh. Yes. What the fuck? Puh.
Raptor News Network. Was gibt's jetzt für Schlagzeilen hier? Oh, verdammt. Hoffentlich nicht alles wieder von vorne. Achso, okay. Boah, was ist denn das? Schmiert mir meine Aufnahme schon wieder ab. Ich weiß nicht genau, ob das zum Spiel mitgehört. Bob Barbas. Meiner Ansicht nach sind die Terroristen ekelhaft, menschenunwürdig, grausam, schmutzig, unzüchtig und allgemein wird mir vom Gedanken an sie übel. Der schlimmste von allen ist Dante. Die ganze Welt würde von seinem Ende profitieren. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss. Aua. Ich weiß gar nicht, was ich machen muss, Freunde. Ah, jetzt habe ich ihn. Ja, jetzt weiß ich nicht genau. Nehme ich jetzt die Kugeln oder nehme ich sie lieber nicht? Eine können wir auf jeden Fall nehmen, ne? Mir scheint so, als macht er immer erst sein Spiel und dann können wir ihn erst treffen. Ich weiß es nicht genau. Aber wir haben ihn ja auf jeden Fall schon mal zweimal getroffen. Irgendwie haben wir es schon zweimal geschafft, ne? Aber ich weiß nicht wie.
Wie haben wir denn das gemacht? Ah, dieser... Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, Freunde. Irgendwas hier mit zu tun? Oh. Ah. Ich mach's mal so und wir probieren's mal nochmal, ne? Damit ich jetzt ein bisschen mehr Chance habe, überhaupt herauszufinden, was ich jetzt mit dem tun muss. Weil das weiß ich gar nicht. Ach so, hier irgendwie mit die Fäuste vielleicht draufhauen oder so. Ah Mann. Aber das haben wir doch vorhin nicht gemacht. Das hat auf jeden Fall gewirkt. Okay. Jetzt hat er es wieder an, okay? Gut, dann weiß ich wenigstens, was man tun kann. Jetzt hat er da auch vielleicht mehrere, ich weiß es nicht genau. Achso, da. Erstatte hierüber Bericht! Haben wir wahrhaft erschreckende Aufnahmen vom Pier, die den Terroristen zeigen, der uns als Dante bekannt ist. Also, was wissen wir über diesen Dante? Einige Leute haben sich an die Öffentlichkeit gewandt und die Ermittler haben seine erschreckende Vergangenheit voller Gewalt aufgedeckt. Als er gerade einmal 8 Jahre alt war, tötete er die oberste Schwester des St. Lamia Waisenhauses. Bekannte der Frau beschreiben sie als freundliche alte Dame, die sich mit Freude um Kinder gekümmert hatte. Zwischen 11 und 15 Jahren brach er 8-mal aus Jugendhaftanstalten aus, wobei er häufig brutale und schandhafte Angriffe auf das pflichtbewusste Aufsichtspersonal startete. Im Alter von 16 und 17 war er in Band, handelte mit Drogen und soll mehr als 12 Leute getötet haben. Und noch viel schlimmer, er trieb sich durch die zwielichtigen Bereiche der Stadt und verbreitete schmutzige Geschlechtskrankheiten unter der Bevölkerung. Und sind das nicht die besten, Bob? Cool. Okay, neues Spiel. Aber wie gesagt, scheint es auch ein bisschen schwieriger zu sein. Ah. Ah, Mann. Warum drücke ich immer die falschen? Was? Scheiße. Ah, so. Okay, jetzt habe ich es raus. Oh. Ah. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall mal was. Hier am besten einen großen Lebensstern. Jetzt haben wir es wenigstens raus.
verpiss dich doch! Komm schon, Anna. Okay. Komm, stirb, du scheiß Drecksack, Alter. Achso, das Auge wieder. Das sind heftige Nachrichten, Bob! Von dem, was jetzt für ein Bericht kommt. Einmal sah er mir direkt in die Augen. Es war grässlich. Er hat wahrlich die Augen eines Pädophilen. Ich sah ein Mädchen, das hat total um ihr Leben gebettelt. Aber dann hat er ihr gesagt, dass er sie trotzdem töten würde. Hat er es auch gemacht? Total. Seit dem grauenvollen Anschlag hat sich herausgestellt, dass Dante Teil einer terroristischen Gruppierung ist, die der Orden genannt wird. Ich habe eine Nachricht für diesen Orden. Die ganze Welt sucht nach euch. Jede Kamera an jeder Straßenecke, jeder Polizeibeamte im Land, in der ganzen Welt. Wir werden euch finden. Wir werden euch vernichten. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ich bin Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte nur Gottes Werk. Puh. Ich unterbreche diese Sendung mit wichtigen Neuigkeiten. Uns wurde gerade berichtet, dass die terroristische Organisation, die für die kürzlichen Anschläge verantwortlich ist, gefunden wurde und im Moment von Sondereinsatzkommandos gestürmt wird. Zwei der Terroristen, die von diesen Bildern bekannt sind, wurden im Versteck entdeckt. Schweine! Ein dritter Terrorist wurde in einem anderen Teil der Stadt in einem zweiten Polizeieinsatz in die Enge getrieben. Meine Damen und Herren, Sie können sich absolut sicher sein. Die Verantwortlichen werden jeden Moment gefasst. Tot oder lebendig. Ich bin Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk. Fickt euch! Das ist natürlich jetzt schlecht. Wir werden euch zerschmettern! Aua! Ich muss mir aufpassen. Au! Eieieiei. Komm, nehmen wir noch einen großen Lebstern. Puh! Bist du der Meinung, du bist cool? Wie wär's, wenn ich dich töte und auf deine Leiche pisse, um Coolheitspunkte zu sammeln? Ah, Mann! Das ist so lange hier. Ah. Und die gehen auch immer wieder an, oder? Kann das sein? Ah. Ah, die sind schon wieder an. Und kennst du überhaupt die Menschen? Ich hab Neuigkeiten für dich. Die Menschen hassen dich. Dafür hab ich gesorgt. Ah, nein. Wir müssen das schneller machen, glaube ich. So kommt es mir jedenfalls vor. Ah, schon wieder.
wieder. Boah, Alter, wie soll man das denn schaffen, ey? Geht ja mal gar nicht. Scheiße. Ja, weiß ich jetzt wieder nicht, ne? Gott ist auf meiner Seite. Mundus. Scheiße. Gar nicht, wie man das so schnell schaffen soll. Das ist voll übel. Die Freunde, ey. Geht mal gar nicht. Scheiße, ey. Mann, ey, das ist aber nicht so gut jetzt, ne? Vor allen Dingen wegen unseren Items, ne? Die jetzt alle auszugeben und hier länger noch rumzuprobieren, ist ja auch vielleicht nicht so eine gute Idee. Goldene Kugel, jetzt haben wir nur noch eine, das ist natürlich doof. Ich nehme noch mal einen Lebensstern, zwei kleine vielleicht. Und wenn wir es denn jetzt nicht schaffen. Dann würde ich sagen, beende ich erstmal die Folge und schau mal, ob ich das hier allein so hinkriege irgendwie. Oder mein Spickzettel wieder raushole. Sind die schon wieder alle? Wie schnell muss man denn da sein? Das geht mal gar nicht. Also ihr seht ja, ich... Gut, manchmal irre ich mich auch mit der Tasten. Nee, das machen wir jetzt nicht. Spielende. Jo. Dann belassen wir es erstmal dabei, würde ich sagen. Auf jeden Fall ein krasser Endboss. Und wie gesagt, ich hole mal meinen Spickzettel raus und schau mal, was genau wir tun müssen. Eigentlich haben wir es ja schon fast selbst herausgefunden, aber ich weiß nicht, wie man da so schnell sein soll mit den drei Dingern da. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Schaue ich mich mal um und dann schaffen wir das vielleicht in der nächsten Folge auch besser, ne? Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Ist jetzt ein blöder Abbruch so ein bisschen, ne? Aber ja, schauen wir in der nächsten Folge mal weiter, wie es dann weitergeht. Hoffentlich. Also macht's gut, Freunde, ne? Bis dann, tschüss.